Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie man eine Gleichung löst und ich nutze dazu dieses Waagemodell. Ich erkläre dir also, wie man eine Gleichung löst mit Hilfe des Waagemodells. Hier links haben wir das Waagemodell. Ich habe hier eine Waage mit zwei Waagschalen, wo ich dann also verschiedene Massen auflegen kann. Und hier rechts habe ich eine Gleichung und die werde ich dann parallel auch ganz korrekt aufschreiben, wie du dann auch später Gleichungen lösen musst. Als Massestücke habe ich hier einmal diese gelben Objekte hier. Jedes gelbe Objekt soll einen Wert von 1 haben, ja, also sozusagen eine Masseeinheit. Da kannst du dir jetzt ein Gramm auch hindenken oder so. Auf jeden Fall jedes gelbe Stückchen hier steht für eine 1, ja? Also ein gelber Stein ist 1. Und diese roten Steinchen hier, die wiegen auch alle das Gleiche. Also jeder rote Stein ist genauso schwer wie jeder andere rote Stein. Aber wie schwer der ist, das ist die große Frage. Nämlich die roten Steine, die stehen für das X. Also ein roter Stein hat eine Masse von X. Gut. Im ersten Schritt werde ich jetzt diese Gleichung hier im Waagemodell darstellen. Das Gleichheitszeichen bei der Gleichung bedeutet, dass die Waage im Gleichgewicht ist. Ja, und ich lege das jetzt mal dementsprechend auf. Also hier geht es los mit 5x. Ich brauche also 5 rote Steinchen. 1, 2, 3, 4, 5. So, und die lege ich dann auf die linke Seite. Ja, klar. Die Waage, die schlägt dann nach links aus, also die linke Waagschale geht nach unten. Ja, was habe ich hier noch? Ich habe hier 5x, die habe ich da jetzt ja schon liegen, plus 2, also kommen noch 2 gelbe Steinchen dazu. Ja, das sind ja 2 Einer hier, die 2. Die lege ich dann dazu. Gut, auf der rechten Seite habe ich 3x plus 1. Die 3x sind 3 rote Steinchen. Das haben wir hier. Und dann haben wir hier noch 6. 6 Einer, also 6 gelbe Steinchen. 3, 4, 5, 6. So, den ganzen Rest, den brauche ich gar nicht mehr. Den kann ich schon mal wegräumen. Und dann lege ich hier die 6 dazu. Ups. Ja, und die ganze Sache kommt ins Gleichgewicht. Okay. Ja, was kann ich jetzt machen, ohne die Waage aus dem Gleichgewicht zu befördern? Ich kann zum Beispiel auf beiden Seiten gleich viel runternehmen. Wenn ich also hier 2 Einer runternehme, dann muss ich zum Ausgleich auf der anderen Seite auch 2 Einer runternehmen. Das mache ich jetzt mal. Nehmen die hier weg. Ja, die Sache kommt wieder ins Gleichgewicht. Und wie schreibe ich das hier auf? Ich mache Folgendes. Ich mache hier einen senkrechten Strich. Das, was ich dahinter schreibe, das mache ich auf beiden Seiten. Ja, was habe ich hier gemacht? Ich habe auf beiden Seiten 2 abgezogen, also minus 2. Und was bleibt? Ja, hier sind 5x übrig geblieben. Die 2 sind jetzt ja weg. Und auf der anderen Seite habe ich noch die 3x und die 4 Einer. 3x sind geblieben und von den 6 sind 2 verschwunden. Also haben wir hier nur noch plus 4. Gut. Was kann ich jetzt machen? Ich will ja am Ende hier in der Gleichung stehen haben, x gleich. Ich muss also noch weiter an das x rankommen. Ja, wenn ich hier 3 rote Steinchen wegnehme, dann kann ich zum Ausgleich auf der anderen Seite auch 3 rote Steinchen wegnehmen. Okay, ich fange mal hier an. Ich nehme hier 3 weg. Und zum Ausgleich
nehme ich auf dieser Seite auch 3 weg. Dann kommt die Waage natürlich wieder ins Gleichgewicht. Gut. Ja, wie schreibe ich das auf? Ich habe auf beiden Seiten 3 rote Steinchen weggenommen, also ich habe gerechnet minus 3x. Verblieben sind hier links 2x. Kommt auch hin, 5x minus 3x ist 5x minus 3x ist 2x. Und auf der rechten Seite hatte ich 3x plus 4. 3x habe ich abgezogen. Verbleiben nur noch diese 4 hier, die 4 Einer. Gut. Kann das auch beiseite gelegt werden? Ja, und jetzt kommt der letzte Schritt. Und da überlegt man sich Folgendes. Wenn das jetzt hier im Gleichgewicht ist, dann kann ich es auch noch im Gleichgewicht behalten, wenn ich auf beiden Seiten der Gleichung die Hälfte von der jeweiligen Waagschale runternehme. Also ich teile das hier durch 2 und ich teile das hier durch 2. Wenn ich das auf beiden Seiten runternehme, eine Hälfte, dann muss die andere Hälfte wieder im Gleichgewicht sein. Also ich nehme mal hier den einen roten weg, die Hälfte von dem, was hier lag. Und zum Ausgleich nehme ich von der anderen Waagschale auch die Hälfte weg. Dann kommt die ganze Sache wieder ins Gleichgewicht, beziehungsweise sie bleibt im Gleichgewicht. Was habe ich gemacht? Die Hälfte genommen, das kann ich ausdrücken durch geteilt durch 2. Und was erhalte ich? Auf der linken Seite habe ich dann hier dieses x und auf der rechten Seite habe ich dann nur noch 2. 4 durch 2 ist auch 2, das kommt genau hin. Ja, wir haben jetzt hier also die Lösung. Ein rotes Steinchen ist genauso schwer wie 2 gelbe Steinchen. Also x ist gleich 2. Ja, 2 Einer. Hier bin ich jetzt fertig. Weiter kann man das da nicht bearbeiten. Hier würde ich noch die Lösungsmenge dazu schreiben. L gleich. In dem Fall ist das die 2. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du konntest es nachvollziehen, dass es anschaulich war. Ja, lass mir gerne ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Abonniere doch gerne meinen Kanal. Ja, schau dir meine anderen Videos an und bis zum nächsten Mal. Tschüss!